Gute und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unserer Interpretation des Legend of the Five Rings Regelwerks Emerald Empire, die Smaragdkönigreiche. Heute mit dem Teil die Küsten. Die langen und zerklüfteten Küsten des rokkanischen Festlandes sind in vier verschiedene Teile gegliedert. In den nördlichen Provinzen des Phönix-Clans ist das Ufer meist eine Felswand mit hohen Klippen, die gelegentlich von Stränden mit schwarzen und blauen Kieselsteinen unterbrochen werden. Weiter südlich, in den Gebieten der kaiserlichen Familien und des Kranich-Clans, sind weiche, kalte nördliche Strömungen einem etwas wärmeren Wasser. Die Strände sind breiter und tiefer und bestehen aus einer Mischung aus glatten Felsen und sauberem weißen Sand. Wo die mächtigen Berge des Rückgrates der Welt die Küsten erreichen, säumen Klippen das Wasser. Die Strömungen sind tückisch und das Segeln nahe der Küste ist selbst zu den besten Zeiten ein gefährliches Unterfangen. Schließlich, im südöstlichen Kranich- und Krabbenland wird das Wasser wärmer und klarer, mit glatten Stränden und zeitweiligen Sümpfen. Die tropischen Gewässer, die die Küsten der fernen Mantisinsel streicheln, sind noch wärmer und die glatten Sandstrände der Mandisländer sind im ganzen Reich berühmt. Bucht der Krabbe. Die Südküste der Krabbenprovinzen ist berühmt für eine große seichte Bucht, weit bekannt als Fischbucht der Beben. Viele lange, schmale Buchten bilden natürliche Häfen entlang der Küste dieser Bucht. Und das warme Wasser ist voller Leben, sodass ein idealer Ort zum Angeln ist. Die Mündung der Bucht ist bekannt als die Gezeitenbrücke. Da die Ebbe den Boden aus dem Wasser aufsteigt und Reisenden von einer Seite zur anderen gelangen können, wenn sie schnell sind. Auf der westlichen Seite der Gezeitenbrücke befindet sich das südliche Ende der Kajo-Mauer. Die Küste dort ist zerklüftet und felsig, mit wenig Vegetation bis auf gelegentliche Büschel von Moos, Flechten und Flecken von kargen Sträuchern. Der Großteil der inneren Küste ist ein niedriges Plateau mit vielen Fischerdörfern und breiten Stränden. Der Sand hier ist dicker und kieseliger als die breiten Strände der Außenküste des Kaiserreiches. Am nördlichen Ende der Bucht erhebt sich die Küste zu den zerklüfteten Klippen der Mauer über dem Ozean, während die südöstliche Seite niedrige sumpfige Ebenen sind. Die warmen Gewässer der Fischbucht der Ebenen sind bekannt dafür, dass sie aufgrund der Korallenbänke, die in ihren geringen Tiefen liegen, einen azurblauen Farbton annehmen. Viele Fischarten können in diesen Gewässern gefunden werden, darunter Anglerfische, blaue Delfine, Harlekine, Rotspitzenzebras, Feuermäuler, Purpurbuntbarsche und Tiefseefische, die ebenfalls in die Bucht kommen, um zu laichen. Krebstiere aller Arten gibt es auch in der Bucht. Und Krabbenfischer bauen Fallen, die speziell darauf ausgelegt sind, diese zu fangen. Das warme Wasser der Bucht ermöglicht es den Fischen, das ganze Jahr über zu arbeiten, was ihnen einen Vorteil gegenüber den Fischern des Kranich-Clans und des Mantis-Clans bietet, die den jahreszeitlichen Schwankungen des Meeres ausgesetzt sind. Die Länder des Kranichs, Sandstrände und Küstengebirge. Kranichländer liegen dicht an der Küste von Rokugan. Von den Yasuki-Inseln auf der Ostseite der Fischbucht der Beben bis zum Rückgrat der Weltgebirge, die entlang des Ozeans verlaufen, gehört der größte Teil der Küste des Reiches zum Kranich. Kein anderer Clan hat so viel Land, das nahe an der Küste liegt. Nicht einmal inselgebundene Mantis-Clan kann mit so vielen Meilen Küstenland prahlen wie der Kranich. Die Südküste des Kranichlandes besteht hauptsächlich aus ausgedehnten weißen Sandstränden, die sich manchmal mehrere Meilen landeinwärts erstrecken.
obwohl im weiten Süden auch Binnenmarschen verbreitet sind. Regenfälle sind reichlich vorhanden, da die jahreszeitlichen Winde viel Feuchtigkeit in diesen Teil des Smaragdreiches tragen und die Flora entlang der Küste reich und grün ist. Die Frühlingsregenszeit dauert ungefähr einen Monat und der folgende Sommer ist heiß und feucht. Dies kann dem Anbau vom Reis zugute, einer der wichtigsten Nahrungsressourcen des Kranich-Clans. Die Fischerei ist auch eine wichtige Nahrungsquelle in dieser Region, da die Meeresströmungen aus dem Süden die Küste während eines Großteils des Jahres wärmen, die vom Meer gesammelten Ernten reichlich vorhanden sind. Das zentrale Küstengebiet wird von dem Rückgrat der Weltgebirge beherrscht. Die Gewässer sind gefährlich, mit vielen zerklüfteten Felsvorsprüngen und verborgenen Riffen. Obwohl es ein paar Meerengen mit klarem Wasser gibt, die steilen Wände der Berge machen es für Schiffe an den meisten Orten schwierig, das Festland zu erreichen. Eine massive Mauer aus kahlem Fels begrüßt diejenigen, die tollkühn genug sind, ihre Schiffe zu nah an Land zu bringen. Trotz dieser unwirtlichen Aspekte verfügen diese Gewässer auch über reichlich Ressourcen, die mutige Segler anziehen. Die warmen Wasser des Südens und die kühleren Strömungen des Nordens prallen hier zusammen. Und hier gedeihen mehrere einzigartige Fischarten, die nirgendwo sonst im Reich zu finden sind. Nördlich des Rückgrats der Weltgebirge erhält die Kranichküste einen völlig anderen Charakter als die felsigen Küsten in der Nähe der Berge oder die Sandstrände im Süden. Das Klima an der nördlichen Küste ist gemäßigt. Härteren Wintern, die die Vegetation dichter und mit immer grünen und anderen winterfesten Bäumen. Die Küste besteht hauptsächlich aus kleinen Flecken mit dunkelvioletten und grauschwarzen Kiesstränden, mit Hügeln und niedrigen Felsklippen vermischt sind. Fischer leben in kleinen Dörfern entlang dieser Küste, aber die meisten hier sind Arbeiter und Bauern, die von den fruchtbaren Ackerflächen des Kranichs leben, statt sich auf die Gaben des Meeres zu verlassen. Die wilde Küste der Phönixprovinz. Küsten der Phönixländereien sind eine Mischung aus flachen Stränden, felsigen Klippen und undurchdringlichen Bergwänden. Die Küste des Phönix-Clans hat nur wenig natürliche Häfen, in denen Seeleute Schutz von den kalten Nordmeeren finden können. Eisige Winde wehen über das Meer und jeden Winter werfen sie schweren Schnee an die Nordküste. Es gibt einen auffälligen Kontrast zwischen den kalten und unwirtschaftlichen Küsten der Phönixländer und den mäßigen Küsten des Kranich-Clans im Süden. An der Nordküste sind die Winter kalt, lang und trocken. Wo die große Mauer des Nordens die Küste erreicht, bedeckt eine dicke Schneedecke das ganze Jahr über die Gipfel. Es ist praktisch unmöglich, sich dem nördlichen Teil der Küste zu nähern, da zerklüftete Felsen bis zum Meer oder sogar ins Wasser reichen, was die Seefahrt ziemlich gefährlich macht. Der nördliche Ozean selbst ist ebenfalls unberechenbar und scheint mit extremen Wetterbedingungen verflucht zu sein. Stürme, Hagel und Schneestürme sind in dieser Region häufig. Es gibt wenige Siedlungen entlang dieser feindlichen Küste. Die große Ausnahme ist Shiro Shiba, das Stammhaus der Familie Shiba. Weiter südlich reichen die abweisenden Klippen und zerklüfteten Felsformationen flacherer und offeneren Ländereien mit langen, aber schmalen Stränden. Diese Strände sind eine Mischung aus felsigem Land und Teppichen aus dunkelblauen und grauen Kieselsteinen, die durch das ständige Rollen des Meeres geglättet sind. Algen und Fische werden oft in diese Strände gespült, als ob sie von wütendem Meer zurückgewiesen wurden. Einige Fischerdörfer säumen die Küste in dieser Region, zusammen mit einem wichtigen Handelshafen, Toshi no Omodeoso,
Diese Stadt, die Stadt Erinnerungen. Die kleine Bergkette, bekannt als die Yama no Kuyama, die Berge des Bedauerns, markiert die südliche Grenze des Phönixlandes und trennt sie vom Rest des Reiches. Die Küste dort ist eine Vereinigung gezackter Klippen, wo wenige Pflanzen wachsen. Einige dieser Klippen sind so hoch, als würden sie mit einem höheren Gipfel im Norden konkurrieren, aber die meisten sind niedrig und zerklüftet. Es ist bekannt, dass die Klippen zu einem beunruhigenden blutroten Schatten werden, wenn das Licht der Sonne auf sie scheint. Die tropischen Inseln der Mantis. Die Mantis sind davon überzeugt, dass sie die schönsten Strände und artenreichsten Ufer der Welt besitzen. Die unregelmäßigen Küsten der Gewürz- und Seideninseln bilden zahlreiche Buchten und Halbinseln, auf denen die Seefahrer des Mantis-Clans geschickt ihre Besitztümer verteidigen. Die Mantis-Inseln sind sehr bergig, aber auch sehr grün, mit hohen Gipfeln, die aus dunkelgrünen tropischen Regenwäldern aufragen. Lange Sandstrände mit reinstem weißem Sand säumen die Ufer und umgeben jede Insel vollständig. Jenseits dieser perfekten Strände können manchmal schmale Ebenen entlang der Küste gefunden werden. Diese Bereiche sind selten genug, dass Mantisbauern jeden Quadratzentimeter von ihnen verwenden, um Gemüse, Baumwolle und Reis anzubauen. Sowie Haine mit Seidenraupen anzulegen. Manchmal durchschneiden auch Binnenbecken die großen Sandstrände und bilden ausgedehnte sumpfige Feuchtgebiete. Das lokale Klima ist gleichmäßig heiß und feucht, ohne nennenswerten Winter. Folglich können viele Pflanzen und Tierarten nur auf den Mantisinseln gefunden werden, wie Kokosnüsse und Ananas. Das war's mit dem Teil über die Küsten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unsere Interpretation dieses Regelwerks in der deutschen Sprache gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann.